Hallo Tayo! Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Du wirst für das, was du tust, bezahlen. Was? Das sind echte Laserstrahlen. Schön heiß, oder? Tut mir leid. Wo willst du denn hin? Was magst du uns anzugreifen? Das wirst du bereuen. Vergib mir nur dieses eine Mal. Wenn du mir sagst, wo sie ist, dann lasse ich dich laufen. Was? Du meinst Hana? Du weißt es also? Wo ist sie? Spuck es aus. Sie müsste im Depot sein. Tayos Verteidigungsplan für die Erde, Teil 1. Die Sterne funkeln im unendlichen Universum. Anhalten, Prinzessin Rey! Oh nein, Prinzessin Rey wird von Weltraumpiraten gejagt. Oh, was mache ich denn jetzt? Warum fliegt sie durch die gefährliche Zone? Ich hab sie. Oh, was mache ich denn bloß? Dafür werde ich gelobt, wenn ich zurückkomme. Autsch! Ich kann's nicht mehr steuern. Ich muss auf diesen Planeten fliehen. Und das ist der Planet, auf dem wir leben. Die Erde. Wow! Das ist so hübsch! Wow. Es gibt ganz viele verschiedene Planeten im Universum. Frau Teach, leben auf anderen Planeten auch Autos wie wir? Also, da bin ich mir nicht so sicher. Irgendwo zwischen diesen Planeten ist der Planet Clover. Ich frage mich, wie es Prinzessin Rey wohl geht. Für heute bin ich mit der Schule fertig. Fahren wir zurück zum Depot. Habt ihr das gesehen? Das war doch eine Sternschnuppe. Was? Was? Niemals. Wie kann man eine Sternschnuppe um diese Zeit sehen? Das stimmt. Aber ich bin sicher, dass ich sie gesehen habe. Das ist aber komisch. Freunde, ich sehe mal nach, wo sie gelandet ist. Was? Du hast Prinzessin Rey verloren, als du sie fast schon hattest? Es tut mir leid, Papa. Aber ich habe mich doch hier verletzt. Wulli, so kannst du nicht mein Nachfolger werden. Worauf wartet ihr? Fangt mir Prinzessin Rey. Los! Jawohl. Captain, ich habe Prinzessin Rey gefunden. Was? Da ist sie. Denkt sie etwa, wir kennen sie nicht in dieser Verkleidung? Oh nein, Bully hat Hana mit Prinzessin Rey verwechselt. Prinzessin Rey, diesmal werde ich dich erwischen. Ich glaube, sie ist hier irgendwo gelandet. Was? Ist das nicht Prinzessin Reys Raumschiff? Tayo, du bist es wirklich, Tayo. Prinzessin Rey, wie geht es dir? Was machst du denn hier? Ich wurde von Weltraumpiraten verfolgt und bin hier gelandet. Und das ist der Planet, auf dem du lebst. Ich verstehe. Es ist wirklich gut, dass ich dich getroffen habe. Fahren wir erstmal ins Depot. Gut. Ich bin zurück. Hart! Hana! Ihr seid ja alle da. Oh, wo ist Tayo? Nun, er hat eine Sternschnuppe gesehen und wollte nachsehen, wo sie gelandet ist. Was? Er hat tagsüber eine Sternschnuppe gesehen? Hey, Fangspeed! Kein Problem! Autsch! Was machst du, Speed? Was? Ich kann die Prinzessin nirgendwo sehen. Nein, sie ist auf der Flucht. Soldaten, sucht Prinzessin Rey. Jawohl.
bedeutet bestimmt was Gutes. Es ist wirklich groß. Tayo, der kleine Bus. Wer ist das? Verschwinden wir! Los! Was ist los? Versteckt sich die Prinzessin hier? Nein, geh weg! Verschwinde! Sagt mir, wo Prinzessin Rey ist! Sonst werde ich ihr alle für euer Schweigen bezahlen! Stopp! Wie kannst du meine Freunde so erschrecken? Im Namen der Gerechtigkeit dulde ich das nicht! Hey, das ist der Superstar Reo! Wenn du nicht sofort aufhörst, wirst du dafür bezahlen! Was? Du wirst für das, was du tust, bezahlen! Was? Das sind echte Laserstrahlen! Schön heiß, oder? Es tut mir leid! Wo willst du denn hin? Was magst du uns anzugreifen? Das wirst du bereuen! Vergib mir nur dieses eine Mal. Wenn du mir sagst, wo sie ist, dann lasse ich dich laufen. Was? Du meinst Hana? Du weißt es also? Wo ist sie? Spuck es aus. Sie müsste im Depot sein. Was? Warum ist hier denn Stau? Eilmeldung. Heute ist ein riesiges Raumschiff aus dem Weltall am Flussufer gelandet. Ist das nicht Bullis Schloss? Wie man sieht, verwandelt die gewalttätige Bande aus dem Raumschiff die Straße in ein Chaos. Prinzessin Rey, verstecken hilft nicht. Was mache ich denn bloß? Bullis Bande ist mir gefolgt. Oh nein! Ich muss meinen Freunden Bescheid sagen. Oh, Tayo ist so spät dran. Sucht er immer noch die Sternschnuppe? Was sind... Oh nein, sind das nicht... Bulli-Soldaten? Das gibt's doch nicht. Was machen die denn hier? Endlich habe ich dich, Prinzessin Rey. Prinzessin Rey? Sind das... Oh nein, ich glaube, die Aliens haben Hana mit Prinzessin Rey verwechselt. Was? Bringt die Prinzessin sofort her! Ja, Captain! Was? Hana, lauf weg! Aber beeil dich! Okay. Prinzessin Rey entkommt! Schnappt sie euch! Du entkommst mir nicht. Das glaube ich wohl kaum. Das habt ihr wohl nicht gedacht, oder? Haltet sofort an. Fangt mich, wenn ihr könnt. Jetzt habe ich dich. Gib mir die Prinzessin endlich. Was? Sie ist weg. Nicht da. Was ist los? Was? Was? Sieh mal dort! Da lang! Schnapp sie! Das war knapp, Hana. Ich frage mich, ob es Rogi gut geht. Ihm geht's bestimmt gut. Du musst dich jetzt schnell verstecken. Das gibt's doch nicht! Wollt ihr uns denn reinlegen? Ihr entkommt uns nicht! Es ist so laut! Kommen Sie nicht rein! Was ist los? Wo kommen diese Bösewichte nur her? Gut, endlich habe ich dich. Gehen wir, Soldaten! Lass mich los! Was? Was ist das? Hana? Was ist los? Ist etwas passiert? Unsere Hana wurde von Bulli entführt. Was? Es tut mir leid.
Das ist alles meinetwegen. Sag das nicht, Prinzessin. Oh. Oh. Übrigens, wir müssen Hannah retten. Aber diese Aliens sind zu stark. Stimmt. Sie schießen Laserstrahlen und haben einen riesigen Roboter. Dagegen können wir doch nichts tun, selbst wenn wir wollten. Aber... Keine Sorge. Damit kann ich euch auf jeden Fall helfen. Also gut, so. Was? Das ist doch nur Müll! Und was sollen wir mit diesen Sachen machen? Das werdet ihr schon sehen. Rupi, rubidi, rupi, ru! Das ist toll! Damit können wir Bully bestimmt besiegen. Kinder, die Magie hält nicht lange an. Die Ausrüstung funktioniert nicht, wenn es zu lange dauert. Keine Sorge! Wir retten sie und sind gleich wieder da. Bully darf dich nicht sehen. Also versteck dich hier, Prinzessin Ray. Oh, okay. Toll! Die kleinen Busse zur Rettung! Die kleinen Busse sind stärker denn je. Aber können sie Hannah retten? Tayos Weltraumabenteuer Teil 1. Hannah und die kleinen Busse sind spät abends vor der Werkstatt. Wann kommt ihr denn endlich? Das ist ja merkwürdig. Ich bin zu Hause! Oh? Was macht ihr denn hier draußen? Hi, Tayo. Wir warten auf den Meteorschauer, der heute Abend kommen soll. Wir warten schon so lange, aber er ist immer noch nicht da. Ein Meteorschauer? Tayo. Prinzessin Ray! Ich gehe ins Bett, ich bin müde. Ich auch. Es wird spät. Wir sollten jetzt langsam alle schlafen gehen, okay? Okay. Tayo. 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 Hilf mir, Tayo. Was war das? Was ist los, Tayo? Habt ihr das nicht gehört? Jemand hat meinen Namen gerufen. Wir haben nichts gehört. Du hast bestimmt geträumt. Merkwürdig, ich bin sicher, was gehört zu haben. Schau mal. Es ist ein Meteor. Er ist riesig. Und er scheint direkt in unsere Richtung zu fallen. Was ist passiert? Sehen wir nach. Da ist gar nichts. Aber wir haben ihn hier fallen gesehen. Tayo. Prinzessin Ray. Tayo, ich wurde von Bully entführt. Entführt? Du bist der Einzige, der helfen kann. Bitte rette mich. Ja, natürlich. Wo bist du jetzt? Auf der anderen Seite des Silberflusses. Finde ihn. Den Silberfluss? Der Kleeaufkleber auf deiner Seite wird dir helfen, den Weg zu finden. Was? Beeil dich, Tayo. Finde den Silberfluss. Prinzessin Ray! Was ist gerade passiert, Tayo? Weltraumpiraten? Ja! Dann müssen wir sie sofort retten. Ja! Nein, ihr bleibt hier. Ich werde sie retten. Ich will euch nicht auch noch in Gefahr bringen. Du kannst nicht alleine gehen. Wir kommen alle mit und helfen dir. Ja, wir sind schließlich deine Freunde. Oh ja. Okay, dann gehen wir zusammen die Prinzessin retten. Okay.
Oh? Aber wie kommen wir ins All? Oh! Ja, richtig! Überlass das mir. Oh? Hanna! Ich weiß genau, was ihr braucht. Okay, zeig ihnen, was du drauf hast. Okay. Wow. Jetzt seid ihr dran, Jungs. Gut, ich bin dran. Ich fliege auch. Eine gute Reise, Kinder. Keine Sorge. Auf, los geht's. Ja. Yeah. Dann geht's los. Geht's. Hurra! Wow. Wir sind im Weltraum. Ja. Ja. Das ist also der Weltraum. Mhm. Okay, jetzt müssen wir den Silberfluss finden. Genau. Das ist toll. Rogi, hör auf damit. Wir sind nicht zum Spaß hier. Oh, dieser Rogi. Wow, Meteore. Rogi, du kannst nicht alleine losziehen. Aber seht mal. Da drüben sind drei Meteore. Die sehen aus wie Raumschiffe. Wirklich? Sehen wir uns die mal an. Rogi! Tayo, der kleine Bus. Hey! Oh, hab dich! Au, lahme Schnecke! Was ist los? Sieht aus, als würde das rote Raumschiff geärgert werden. Dann gehen wir ihm helfen. Aber wie? Ich habe eine Idee. Wie wäre es damit? Hey, versuch nicht zu entkommen. Du bist jetzt Captain Bullies Gefangener. Sofort stehen bleiben! Ihr könnt doch kein anderes Raumschiff schikanieren. Lasst ihn sofort gehen! Wisst ihr nicht, wer wir sind? Ja, wir sind Captain Bullies treue Soldaten. Der Weltraumpirat, der die Prinzessin entführt hat? Das können wir nicht widerstandslos durchgehen lassen. Kommt schon, ihr Angsthaben. Na los, schnappt uns. Wir können sie jetzt wagen. Ja, angreifen. Hey, du. Wer seid ihr? Wir sind hier, um dir zu helfen. Komm doch mit. Diese Angst lassen. Jetzt haben wir sie. Was war denn das? Eine neue Waffe? Mensch, du Kleiner. Okay, Rogi. Es ist Zeit für Action. Du fliegst da lang. Dich schnapp ich mir. Danke vielmals für eure Hilfe. Ohne euch wäre ich in große Schwierigkeiten geraten. Es war überhaupt kein Problem. Mein Name ist Quick. Nett, euch kennenzulernen. Also Quick, weißt du etwa, wo der Silberfluss ist? Der Silberfluss? Natürlich weiß ich das.
wieso wollt ihr das wissen? Wir suchen nach Bullys Planeten und haben gehört, dass er gegenüber dem Silberfluss liegt. Bullys Planet? Da könnt ihr nicht hingehen. Wenn Bully euch erwischt, seid ihr alle in großer Gefahr. Aber wir müssen dringend die Prinzessin retten. Bitte, sag uns jetzt, wo der Silberfluss ist. Okay, ich bringe euch einfach hin. Wirklich? Mhm. Ihr habt mir das Leben gerettet. Also möchte ich euch auch gerne helfen. Danke, Rick. Also gut, dann auf geht's zum Silberfluss. Los geht's! Ha! Die kleinen Busse und Quick flogen los, um den Silberfluss zu suchen. Okay, wir sind da. Wow! Er ist so schön. Er ist wunderschön. Aber wie kommen wir darüber? Es dauert Jahre, bis wir auf die andere Seite kommen. Keine Sorge, ich kenne den Weg. Ach, echt? Da ist er! Wow! Okay, wir müssen uns jetzt an den Zug anhängen. Jetzt! Okay! Ja! Hier, halt dich fest! Okay, haltet euch fest! Wir sind da! Das war vielleicht eine Fahrt! Tayo, da ist er! Hä? Oh, das ist Bullys Planet. Er sieht fürchterlich aus. Tayo, dein Aufkleber leuchtet. Das bedeutet bestimmt, dass Prinzessin Ray hier ist. Mit Quicks Hilfe haben die Busse Bullys Planeten gefunden. Können sie Prinzessin Ray retten? Prinzessin, bitte haltet durch. Mit Hilfe ihres neuen Freundes Quick konnten Tayo und die kleinen Busse Bullys Planeten finden, wo Prinzessin Ray gefangen gehalten wird. Werden die kleinen Busse die Prinzessin retten können? Prinzessin, halte durch! Tayos Weltraumabenteuer Teil 2. Durch diesen Geheimgang kommen wir hinein. Die Prinzessin ist wahrscheinlich im Keller gefangen. Na dann lasst uns reingehen. Warte. Wir werden erwischt, wenn wir alle auf einmal reingehen. Ihr wartet hier, okay? Tayo und ich gehen rein. Nur ihr beide? Ich weiß nicht. Keine Sorge, Lani. Wir holen die Prinzessin sicher raus. Bist du bereit, Quick? Okay. Sei vorsichtig, Tayo. Quick! Wohin gehen wir jetzt? Ich bin sicher, dass es irgendwo ein Tor gibt. Da ist es! Das Gefängnistor! Also ist die Prinzessin da drin? Warte! Das war aber knapp! Okay, jetzt können wir gehen. Das ist das Tor. Okay, ich warte hier draußen und halte Wache. Du gehst rein und holst die Prinzessin. Okay, ich bin gleich zurück, Quick. Okay. Oh, Tayo. Was war das? Was war das? Prinzessin Ray! Tayo! Prinzessin, geht es dir gut? Oh, Tayo, du bist gekommen. Vielen Dank. Wir müssen von hier
hier verschwinden. Steig ein. Okay. Oh, oh nein, das Tor ist geschlossen. Oh, jetzt hab ich dich. Du Trottel, du bist auf meinen Trick reingefallen. Deinen Trick? Quick, was machst du denn? Tut mir leid, Tayo. Ich hatte keine Wahl. Das gibt's doch nicht. Wo sind meine Freunde? Was ist passiert? Du meinst diese Typen? Oh, nein! Jetzt kann dir niemand helfen. Soldaten! Ja, Captain! Werf diesen Angsthasen auch ins Gefängnis! Aber du hast es versprochen. Versprochen? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Hey, er entkommt uns. Lass ihn doch. Dieser Angsthase wird nichts tun. Ich habe bereits bekommen, was ich wollte. Tut mir leid, Tayo. Ich habe dich und deine Freunde in Gefahr gebracht. Es ist nicht deine Schuld, Prinzessin. Quick war ein Verräter. Quick ist kein Verräter. Quick ist kein schlechter Kerl. Es ist alles meine Schuld. Was meinst du? Quick hat nur versucht, mich zu retten. Dich zu retten? Ja, ich bin Quicks Freundin Noah. Bully hat versprochen, mich freizulassen, wenn Quick euch herbringt. Aber er hat sein Versprechen gebrochen. So war das also? Es tut mir leid. Und Quick auch. Das ist schon okay. Jetzt müssen wir einen Weg hier rausfinden. Ja, aber das können wir leider nicht, ohne erwischt zu werden. Es sei denn, wir wären unsichtbar. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß. Dann müssen wir einfach unsichtbar sein. Was? Wie machen wir das? Tayo, du hast doch den Kleeaufkleber. Den Aufkleber, ja. Toll, das ist es. Mit diesem Aufkleber können wir für kurze Zeit unsichtbar werden. Wow, wirklich? Mhm. Wie im Leben. Rufi, Rubidi, Rufi. Wow! Er verschwindet. Wow! Wow, das ist der Wahnsinn! Noah, wir brauchen deine Hilfe. Meine Hilfe? Hilfe! Was ist los? Die Prinzessin und Tayo sind entkommen. Es stimmt. Wo sind sie hin? Jetzt, Tayo. Los geht's. Okay. Jetzt krieg ich aber Ärger. Meine Güte. Oh, nein. Hey! Komm schon! Sofort stehen bleiben! Vielen Dank! Komm schon, Prinzessin, los geht's! Ja! Oh nein! Die Prinzessin und der Bus entkommen! Schnappt sie euch! Sofort stehen bleiben! Lass das Tor! Das glaube ich weniger. Tayo, der kleine Bus. Wie kannst du es wagen zu fliehen? Du kannst mir nicht entkommen. Was machen wir jetzt? Es ist deine letzte Chance. Gib mir die Prinzessin und ich lasse dich und deine Freunde frei. Niemals! Das tun wir nie! Also gut dann. Soldaten, nehmt alle drei gefangen! Warte! Tayo, lass mich raus. Prinzessin Rei?
Das ist alles meine Schuld. Lass mich raus. Nein, Prinzessin! Du musst an deine Freunde denken. Aber... Es ist der einzige Weg, sie zu retten. Na los! Bitte, denk an dein Versprechen. Ja, natürlich. Okay. Prinzessin Rei! Lasst Tayo gehen! Ihr Trottel, nehmt die beiden gefangen, sofort! Was? Du hast aber versprochen, sie freizulassen. Hä? Wann soll das gewesen sein? Ja! Schurken! Wie sind die denn hergekommen? Heia! Tayo, geht es dir gut? Ja! Wie seid ihr denn entkommen? Quick hat uns befreit und braucht hier die Kleeblätter her, um zu helfen. Ja! Wow, Quick! Was? Was ist los? Juhu, wir haben sie! Oh, wie können sie es wagen? Steht nicht so rum! Schnappt sie euch sofort! Wo sind denn alle? Ich nehme es mit euch allen auf! Wir haben keine Angst vor dir! Dann lasst uns kämpfen! Ich krieg euch nächstes Mal! Hurra! Vielen Dank euch allen. Kein Problem, wir haben gerne geholfen. Freunde, es tut mir leid, dass ich euch ausgetrickst habe. Schon okay, Quick. Du hast uns ja schließlich gerettet. Oh, Freunde! Prinzessin Rei, wir gehen jetzt nach Hause. Nochmals vielen Dank. Habt einen sicheren Heimflug. Werden wir! Auf Wiedersehen! Und los geht's! Bist du nicht froh, dass wir mitgekommen sind? Ja, danke, dass ihr mitgekommen seid. Oh, was ist los? Wir haben keinen Treibstoff mehr! Was ist denn los? Prinzessin Rei? Prinzessin Rei? Was ist passiert? Wie? Hattet ihr etwa alle den gleichen Traum? Traum? Wie können wir alle den gleichen Traum haben? Also gut, Kinder. Steht auf und macht euch fertig für die Arbeit. Okay. Okay, los geht's. Warte, Rogi. Die tapferen kleinen Busse haben Prinzessin Rei gerettet. Aber war das wirklich nur ein Traum?